wie immer diese ganze Cope-Festivalen organisiert, meistens mit internationalen Headliner. Malo, und das ist da gedacht, kommt im Endeffekt ein rein lützebäuerische Festival, an den hat richtig Succes. Schwätzen du von Mess for Masses, und wir waren mit dabei. Organisiert gauf de Festival am Centre Rodemar zu Stengefort von der Harmonie Klangbetten. Wann in dat heiert, denkt ihr sicher nicht an ein Festival mit jungen Bands, die et richtig krachen lassen, aber genau dat aus dem Mess vom Masses aber. Für die Eichkeier, dass man organisiert, sind wir extrem überrascht, wie viele Leute hier sind. Beweist wirklich, dass Lützburg Musikszene wirklich im Leben ist. Wir haben allem den Aufenthalt zu proposieren. An alle Gruppen gibt nämlich viel. Kriegt nämlich viel Applaus und also, wir sind mehr wie zufrieden mit dem Ganzen und ich meine, Gruppen und Leute wären doch. Mit dabei wären unter anderem Bands wie The Disliked oder Versus You, die von diesem Abend durchaus begeistert waren. Ich fand es genial, das Festival heute, Mess for Mess, ist das einfach eine komplette Lützburgische Line-Up ist. Und dass so viele Leute sich mobilisiert haben, um hier hinzukommen. Das fand ich echt schon genial. Das weiß effektiv. Lützburg Musikszene, wo immer gesagt wird, das klappt sowieso nicht. Doch, es klappt. Hier als Beispiel. Wenn du lange eine Band hast, ne, irgendwann sagst du, oh, warum das Lied spielen oder warum ein Konzert, ich habe Bock mehr. Nur 200 Konzerte oder so, denkt in der Stadt schon. Und das haut die Konzerte mit den Leuten, wie die Leute abgegangen sind, dass wir 100% Motivation rumgehen. Für drum weiterzumachen. Also tut mal bewiesen, für was ich es mache. Sonne des Moyes. Für alle Gu war diesem Abend etwas dabei. Nicht viel Rock, gäbe doch eine gute Portion Hip-Hop mit dem Lab. Und zum Schluss auch noch elektronisch Klang von der Junker-Formation Flashy Rock. Ich meine, das ist ein guter Melange, weil du merkst nur an der Pop-Welt Rock und Elektro, das vermischt sich wie zum Beispiel Hip-Hop und Elektro. Du sagst immer mehr Elektro und all die Genres. Der nächste Mess for Masses war also ein großes Succes, aber wir dürfen euch schon auf die zweite Edition am nächsten Jahr freuen. Aber wir sind im Mess for Masses Festival mit meinem kleinen Special mit all den Bands, die hier sind. Hi, Jas, Ivan. Evolution von der Lützburger Musik. Auf was seht ihr statt, wenn ihr heute noch so viele Leute an so einem Festival seht? Ich war überrascht über das Festival. Für das muss schon zu sagen. Gell? Die Leute waren überdrehen. Also, keine Ahnung, wisst, wenn du lange in einer Band passt, da warst du, oh, ich hab Bock, mir heute Konzert spielen oder rum das Lied. Oder, das kennt viel. Das sind immer ein Mensch. Gell? Und der Teil hat mir 100% Motivation gegeben und gewiesen, wir werden das Welt machen. Noch von Leben mich weiter treibt, genial. Du hast die Kreislauf von der Zeit. Als du trippelst auf der Platz, oft gehst du zurückgeheilt. Wie die Stänge, die man der Wege heilt, gewährt dich auch. Wir sind heute zu Stänge vor dem Mess for Masses. Sehr coolen Abend, lauter Lützburger Bands. Aber alles ziemlich gemischt. Das ist mit Rock, mit Indie, Hip-Hop natürlich, Elektro, mit dem du. Ich krieg so ein ganze Genre-Tipps. Ich fand das sowieso ein bisschen Quatsch, Musik aus Musik. Und ich fand das gerade cool, so Sachen, nicht nur mit einem Hip-Hop oder einer Elektro-Session oder einer Rock-Session. Ich fand das gerade cool, dass Leute alle zusammenkommen, für zu feiern. Und ich gesehen, wie es gesagt hat, sind schon 100.000 Leute. Ich mach Stage-Diving den Oven, denke ich. Come on, girl! So, ich seh' Loheim mit Ruffy meets Romantic She.
on Zionote, the Mutton schon heute gespielt. Please tell me a little bit about what you do, who you are, and why are you sitting here? Well, we're sitting here because you invited us over here, which is very nice of you, obviously. What we do is what we make music. We try to do our best in that. Luxembourgish music scene has absolutely grown and bloomed into a beautiful thing with great diversity, great bands, great music, great people. To see a festival like this here in Stengfurt is truly amazing. And I think if we continue this way and the Luxembourgish music scene continues to grow in this way, great things might happen, and I think they will happen. World is pain everywhere, no waiting for messages that never sound. Tell me, why do I cry? Mess for masses! Also, wir schreiben nun das Harmonie-Klang-Battle, die wir Festival organisieren. Und ich habe schon mal gedacht, what the fuck? Aber ich bin hier in der Warte, ich bin absolut geil, das du. Und ich bin der Meinung, der kann so alle ihre Comedy machen, vier Harmonie-Klang-Battle, weil sie das können organisieren, oder? Gut, du, Simon.